Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen hier zu unserem Sonntagsmorgensgottesdienst in der Lutherkirchgemeinde. Ganz besonders möchte ich auch die begrüßen, die heute das erste Mal da sind oder die von zu Hause aus zuschauen. Auch euch und Ihnen ein herzliches Willkommen. Das Besondere an diesem Gottesdienst ist, dass wir in diesem Gottesdienst zwei Taufen miterleben werden. Die Elisabeth und der Johann Flammiger werden getauft. Nach dem Gottesdienst wird es das Kirchencafé geben und vielleicht sind auch deswegen auch heute Menschen hier dazugekommen. Nach dem Gottesdienst wird das Team vom Gebet für Heilung hier vorne sein und gerne für die Menschen beten, die in irgendeiner Art und Weise und in einem Bereich ihres Lebens Heilung von Gott brauchen. Und ich sage auch für die Leute, die zuschauen, ihr könnt auch noch herkommen und könnt dann am Ende des Gottesdienstes dieses Gebet für Heilung in Anspruch nehmen. Was mir besonders wichtig ist, dass wir diesen Gottesdienst als etwas in diesem Gottesdienst erwarten, dass Gott uns tatsächlich begegnet. Wir sind nicht hier, um einfach nur eine gute Zeit zu haben, sondern wir haben die Erwartung, dass Gott tatsächlich zu uns redet durch das, was wir singen und hören, aber vielleicht auch durch die Begegnung, die wir nach dem Gottesdienst haben und durch die Gebete, die wir empfangen. Und dafür möchte ich jetzt gern beten. Lasst uns beten für diesen Gottesdienst. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir für dieses Vorrecht, Gottesdienst zu feiern in aller Freiheit. Wir beten, dass du dich hier lagerst mit deinem Heiligen Geist und dass wir erleben, dass du präsent bist, dass wir nicht nur irgendetwas von dir wissen, sondern dass wir dich tatsächlich erleben. Wir bitten dich, dass du uns begegnest. Du kennst uns und du kennst unsere Sehnsucht in unserem Herzen. Und wir wollen zu Beginn dieses Gottesdienstes vor dir uns reflektieren, Herr, wo es Dinge gibt in unserem Leben, die uns von dir trennen. Wir sind schuldig geworden, bestimmt an Menschen, an uns selber und auch an dir. Und das wollen wir dir in der Stille zu Beginn dieses Gottesdienstes bringen und dich um deine Vergebung bitten. Lasst uns in der Stille beten. Jesus, in deinem Wort sagst du, dass du für uns gestorben bist und dass du treu und gerecht bist und dass du uns unsere Schuld vergibst, wenn wir sie dir bekennen. Und so danke ich dir, Jesus, dass wenn wir dir unsere Schuld jetzt gebracht haben, dass du uns gern vergibst. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, Jesus. Du vergibst uns. Und ich danke dir, dass es immer wieder diese Möglichkeit gibt, zu dir zu kommen. Und wenn es Dinge gibt, die in unserem Leben irgendwie massiv da sind, so bete ich, Herr, dass wir in diesem Gottesdienst erleben, dass du uns frei machst von all dem, was uns bindet und knechten will. So komm du mit deinem Segen auf diese Zeit. Wir laden dich ein, dass du wirken darfst und wirken sollst, wie du willst. Amen.
In diesem Gottesdienst wollen wir den Johann und die Elisabeth Flammiger taufen. Und ich bitte jetzt einfach mal die Täuflinge, die Eltern und die Taufgesellschaft, die dazugehört, mit hier nach vorne zu kommen. Kommt nur hier zu mir, genau. Vielleicht die Täuflinge hier und die Taufgesellschaft hier drüben, das wäre cool, genau. Kommt mal nach vorne, ihr beiden. Genau, das ist die Elisabeth und der Johann, die lassen sich heute taufen. Es ist immer wieder gut, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, warum wir eigentlich taufen. Wir taufen nicht, um neue Kirchenmitglieder zu akquirieren und um unsere Statistik aufzubessern. Nein, wir taufen, weil Jesus uns das selber befohlen hat. Im Neuen Testament heißt es, dass im sogenannten Missionsbefehl wir Menschen, die wir an Jesus glauben, in alle Welt hinausgehen sollen, den Menschen von Gott erzählen sollen, sie lehren sollen, mit Gott zu leben und sie zu taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deswegen taufen wir. Und wer glaubt und getauft ist, der wird errettet werden. Das lesen wir im Markus-Evangelium und das ist euch beiden wichtig, dass ihr sagt, wir wollen uns taufen lassen, weil wir bekennen wollen, wir gehören zu Jesus Christus, wir glauben tatsächlich an Jesus. Deswegen wollen wir jetzt für die beiden beten, für die Elisabeth und für den Johann. Und ich bitte euch als Gemeinde, dass ihr einfach mitbetet. Herr Jesus Christus, wir segnen jetzt Elisabeth in deinem Namen. Elisabeth, nimm hin das Zeichen des Kreuzes an der Stirn. Als Zeichen, dass du zu Jesus gehörst. Du hast ihn lieb und er hat dich lieb. Und wir segnen dich im Namen des dreieinigen Gottes. Amen. Und auch Johann, du sollst gesegnet sein. Ich zeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes an der Stirn, als Zeichen dafür, dass du zu Jesus Christus gehörst und er der Herr deines Lebens ist. Sei ermutigt, immer wieder an ihm festzuhalten und an ihn zu glauben. Sei gesegnet. Amen. Jetzt frage ich euch beide drei Fragen. Wir haben das im Vorfeld alles abgesprochen, na, genau, weil es schon etwas ungewöhnlich ist und nicht ungewöhnlich, aber aufregend. Nun frage ich euch beide, ich frage dich Elisabeth und dich Johann. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist? So antwortet, ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Wir wollen mit den beiden gemeinsam unseren Glauben bekennen. Wer sagt, ich glaube auch an Jesus Christus, an den Vater im Himmel und an den Heiligen Geist, der stehe einfach mit auf und wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Wenn man sich für Jesus Christus entscheidet, für ein Leben mit ihm, ist es auch eine Entscheidung gegen etwas, nämlich gegen all das, was gegen Gott steht, gegen all das Böse, was uns von Gott wegbringen will. So frage ich dich, Elisabeth, und dich, Johann. Sagt ihr euch los von der Macht des Bösen, von Satan selber, um ganz zu Jesus Christus zu gehören? So sprecht, ja, ich sage mich los. Ja, ich sage mich los. Ja, ich sage mich los. Und jetzt frage ich euch, vor Gott und vor dieser Gemeinde, wollt ihr getauft werden? So sprecht, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Das ist gut. Jetzt frage ich die Eltern noch was. Ihr könnt schon mal dorthin gehen, genau. Die Christine und der Martin. Christine, die Elisabeth und der Johann sind euch als Kinder von Gott geschenkt worden. So frage ich euch vor Gott und vor dieser Gemeinde. Wollt ihr immer wieder für diese Kinder beten, euch für sie einsetzen? Eigentlich logisch, aber irgendwie muss man das fragen. Wollt ihr für sie ein Vorbild im Glauben sein?
und ihnen beistehen, in schwierigen und herausfordernden Zeiten, so sprecht, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Katharina Flammiger ist heute nicht da, ne? Die ist krank. Saskia Wolf, okay. Nathanael Erbe und Matthias Wolf, genau. Ihr seid bei Elisabeth und beim Johann die Paten. Ihr vertretet bei dieser Taufe die christliche Gemeinde. So frage ich euch, seid ihr bereit, dieses Patenamt anzunehmen und auszuführen? Das heißt, für die beiden regelmäßig zu beten und dafür Sorge zu tragen und alles dafür einzusetzen, dass sie in diese lebendige Beziehung mit Jesus Christus hineinkommen? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Dann bitte ich mal den Martin nach vorne, der wird euch die Taufsprüche vorlesen und zuerst taufen wir jetzt die Elisabeth. Okay, Elisabeth, dein Taufspruch ist: Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Das steht im Psalm 139, Vers 14. So, dann taufen wir dich jetzt. Die Schuhe ausziehen, sonst sind die dann da drinnen. Warte. So. Probier mal, sehr gut. Sehr, ja, genau. Alles gut? Gut. Elisabeth, ich taufe dich auf dem Namen des Vaters. Erst Luft holen. Und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Elisabeth, der Heilige Geist erfülle dich und durchströme dich. Dein ganzes Leben, alle Bereiche deines Lebens sollen von ihm erfüllt sein. Und die Gaben dieses Heiligen Geistes sollen deinem Leben zur Entfaltung kommen. In deinem Herzen ist die tiefe Gewissheit, dass du zu Jesus Christus gehörst und dass dich niemand und nichts aus seiner Hand reißen kann. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kerze am besten, da Elisabeth und das andere der Mutter. So, Johann. Genau, dein Taufspruch steht im 5. Mose 1, 21 und da steht: Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Okay, Johann, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Herr, segne dich. Der Heilige Geist komme auf und in dich hinein und berühre jeden Bereich deines Denkens, Fühlens und Handelns. Du sollst erleben, Johann, dass Gott dich stärkt, dass er vor dir hergeht, dass er dich ermutigt. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So. So, Johann, deine Kerze. So, jetzt wollen wir noch für die Familie beten. Am besten kommt noch ein bisschen vor. Kommt mal noch mit ran. Komm mal mit ran. Herr Jesus Christus, wir beten für die Familie Flammiger, wir beten für die Elisabeth, den Johann, die Christine
und auch für den Martin. Wir segnen euch als Familie, dass ihr immer wieder die Versorgung und die Gegenwart Gottes in eurem Leben erlebt. Ihr sollt ermutigt sein, immer wieder nach dem Willen Gottes in eurem Leben zu fragen. Gott, der Herr, sagt, fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, bin mit euch. So stellen wir euch als Familie eure Ehe unter den Schutz des lebendigen Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Super. Ja. Jetzt könnt ihr euch umziehen gehen, könnt ihr Platz nehmen. Wir wollen jetzt eine Anbetungszeit haben, wo wir mit mehreren Liedern Gott preisen wollen, ihm Loblieder singen wollen. Für diejenigen, die das vielleicht ungewöhnlich ist, einfach mit zugucken oder mitmachen. Genau, manche Leute werden vielleicht aufstehen. Das ist einfach ein Ausdruck ihrer Herzenshaltung gegenüber Gott. Ich will nochmal sagen, wenn jemand während dieser Zeit einen Impuls hat von Gott, einen prophetischen Eindruck oder sowas oder ein Bild, dann habt Mut, zu mir nach vorne zu kommen. Ich sitze dort vorne auf der ersten Bank. Und wenn jemand ein Zeugnis hat, wo er Gott erlebt hat in letzter Zeit, vielleicht auch beim letzten Gottesdienst, wo Gebet für Heilung mit dabei war, wenn da jemand etwas mit Gott erlebt hat, dann kommt zu mir nach vorne, damit wir das mit einbauen können. Und jetzt lasst uns Gott anbeten. Über die Berge und das Meer fließt ein Liebesstrom zu mir. Vor dir mach ich mein Herz ganz weit, und der mich heilt, der setzt mich frei. An deiner Wahrheit freu ich mich, und täglich rufe ich zu dir. Wie du mich liebst, davon will ich immer singen. Ich will von deiner Liebe dir, dass du Liebe bist und dass du diese Liebe mit uns teilen willst, dass du diese Liebe an uns weitergeben willst. Und ich danke dir, dass du zu jeder Zeit bereit bist, uns zu berühren, dass du uns geschaffen hast, weil du uns berühren möchtest, weil du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und ich danke dir, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, hier im Gottesdienst
deine Gegenwart zu spüren, dich zu erleben. Und ich danke dir, dass du hier bist. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein, durchbohrte Herz. Ich darf bei dir sein ewiglich. Will nicht mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sie. Der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du nennst mich ganz dein. Steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein. Mutig komm ich. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig komm ich. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein, in deinen Namen darf ich sein. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, und nur er ist mein Fels, meine Hilfe.
auf Gott ruht meine Ehre und mein Heil, alle Macht ist bei ihm, durch ihn wird mir Gnade zuteil. Nur auf dich vertraut still meine Seele, und nur du bist mein Fels, meine Hilfe. So werd ich dich preisen, mein Leben lang. Meine Seele hängt an dir. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, und nur er ist mein Fels, meine Hilfe. Auf Gott ruht meine Ehre und mein Heil, alle Macht ist bei ihm, durch ihn wird mir Gnade zuteil. Nur auf dich vertraut still meine Seele, und nur du bist mein Fels, meine Hilfe. So werd ich dich preisen, mein Leben lang. Meine Seele hängt an dir. O du mein wunderbarer Gott, ich liebe dich, ich bete dich an. O du mein wunderbarer Gott, ich bin so froh, dass ich mit dir lebe. O du mein wunderbarer Gott, ich liebe dich, ich bete dich an. O du mein wunderbarer Gott, ich bin so froh, dass ich mit dir leben kann. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, und nur er ist mein Fels, meine Hilfe. So will ich dich preisen, mein Leben lang. Meine Seele hängt an dir. O du mein wunderbarer Gott, ich liebe dich, ich bete dich an. O du mein dass ich mit dir leben kann. O du mein wunderbarer Gott, ich liebe dich, ich bete dich an. O du mein wunderbarer Gott, ich bin so froh, dass ich mit dir leben kann. Vergiss es nie, dein Gott ist mächtig. Vergiss es nie, dein Gott ist groß. Vergiss es nie, sein Land ist prächtig. Kennst du den Weg dorthin? Laufe einfach los. Vergiss es nie, dein Gott ist mächtig. Vergiss es nie, dein Gott ist groß. Vergiss es nie, dein Land ist prächtig. Kennst du den Weg dorthin? Laufe einfach los. Wir werden sein wie die Träumenden, wenn wir den König sehen. Und unser Mund wird voll Lachen sein, wenn wir endlich vor ihm stehen. Vergiss es nie, dein Gott ist mächtig. Vergiss es nie, dein Gott ist groß. Vergiss es nie, sein Land ist prächtig. Kennst du den Weg dorthin? Laufe einfach los.
trocknet all unsere Tränen ab, beendet unser Leid, verwandelt Schmerz und Traurigkeit in Ausgelassenheit. Vergiss es nie, dein Gott ist mächtig, vergiss es nie, dein Gott ist groß. Vergiss es nie, sein Land ist prächtig, kennst du den Weg dorthin, lauf einfach los. Vergiss es nie, dein Gott ist mächtig, vergiss es nie, dein Gott ist groß. Vergiss es nie, sein Land ist prächtig, kennst du den Weg dorthin, lauf einfach los. Lauf einfach los. Amen. Jetzt bitte ich mal die Ulrike nach vorne, die will erzählen, wie sie Gott erlebt hat und will Gott die Ehre geben. Ich hatte gerade Herzklopfen, als es ums Zeugnis geben ging. Ich möchte Gott die Ehre geben. Am letzten Sonntag hatte mein Vater einen Herzinfarkt. Manche kennen ihn vom Sehen, öfters hier gewesen. Und hatte starke Bauchschmerzen, nicht Notdienst rufen. Meine Mutter hat es trotzdem getan, schnell. Die kamen und haben gesagt, ja, Magen-Darm und ja, gut, wir nehmen Sie mal mit ins Bezirkskrankenhaus und so. Und dann haben sie noch draußen gewartet, waren sich unsicher, weil er sich eben ans Herz oder so hochgriff. Und dann haben sie geschaltet und haben ihn direkt ins Küchwald geschafft, in die Kardiologie. Und dann ist er sofort operiert worden, hat 3 Stents bekommen und schon nachts um 2 kam der Anruf, ist alles gut gegangen. Ich möchte einfach Gott die Ehre dafür geben und ich bin auch so dankbar, dass es einfach so eine Medizin gibt in unserem Land, dass die so reagiert haben. Also meine Mutter super reagiert, die gut reagiert, dass es sofort die Möglichkeiten gab, Operateure. Ich finde es einfach sehr, sehr schön. Und er ist zu Hause seit Donnerstag. Ihm geht's gut, es ist echt ein Wunder, finde ich, in einer Woche. Was da passiert. Gleich nochmal für ihn beten. Wie heißt er? Christoph. Christoph, okay. Jesus, wir segnen den Christoph in deinem Namen. Vielleicht schaut er jetzt dazu. Christoph, wir segnen dich, dass du erlebst, wie Gott immer wieder neu in dein Leben eingreifst, wie er Stabilität in dein Herz hineinschenkst. Wir danken dir, Jesus, dass wir auch in einem Land leben, wo wir eine gute medizinische Versorgung haben. Hab Dank dafür. Wir danken dir auch, dass du deine Hand darüber gehalten hast. Und ja, wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du, ja, du auch in dem schwierigen und herausfordernden Situation unseres Lebens an unserer Seite bist. Und wir segnen jetzt dich, Christoph, im Namen von Jesus Christus. Wir segnen die gesamte Familie Richter. Auch den Tobias segnen wir, Jesus, in deinem Namen. Und wir segnen dich, Ulrike, und durch dich sollen auch alle Mitglieder eurer Familie gesegnet sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke. Und der Patrick oder Patrick, ich habe es jetzt nicht mehr genau, will was erzählen, genau. Oder deine Frau, keine Ahnung. Nee, du. Patrick oder Patrick? Patrick. Bitte. Ja, Patrick ist richtig. Wir kommen seit einiger Zeit hierher und fühlen uns hier wohl. Wie das dazu gekommen ist, wäre ein eigenes Zeugnis, aber das will ich heute nicht erzählen. Ich will erzählen, was uns passiert ist als Familie, speziell meiner Frau. Sie hat seit Monaten hat sie irgendwas in Handleiden, also sie hat einen schlimmen Ausschlag an der Hand, ist aber nicht ansteckend. Und sie war bei x Ärzten gewesen und hat x Cremes versucht und nichts hat geholfen. Es war also so weit, dass der Hautarzt gesagt hat, dass sie jetzt in irgendeine Spezialklinik nach Nürnberg gehen hätte sollen. Aber dann kriegt sie eigentlich dort auch nur Cortison und hilft wahrscheinlich dann auch nicht langfristig. Und der Jens hat letzte Woche Gebetsgruppen hier in, hat halt gesagt, dass wir miteinander beten können in kleinen Gruppen. Und da, ich saß dort ungefähr, wo ich heute sitze, und da war ein Bruder, der ist heute leider nicht da, ich kann ihn zumindest nicht sehen. Da rückte dann so an mich ran und wir haben gebetet und ein Gebetsthema war halt dann, dass man für einen anderen in einer speziellen Thematik beten kann. Und da sage ich zu ihm,
bitte bete nicht für mich, sondern für meine Frau, die ist heute auch hier hinten, ist gerade bloß mit unserem Sohn draußen. Ihr werdet sie dann sehen. Und ja, ich sage, bete für meine Frau, bitte, niemand kann ihr helfen. Und dann hat er halt für sie gebetet und wir zusammen. Und ja, was soll ich sagen, dann habe ich es draußen noch meiner Frau gezeigt. Ich sage, guck, der Bruder hat für dich gebetet, du sollst das alles loslassen und dieses Hautleiden gehört nicht zu dir, hat er gebetet, soll fern von dir sein. Und Mitte der Woche war es dann, da kam noch so eine Creme aus China, irgend so ein Zeug, was meine Frau dann bestellt hat. Das war die 20. Creme, wie gesagt, und x Ärzte konnten nicht helfen, aber komischerweise nach dieser Creme war es dann irgendwie weg. Also ist jetzt vielleicht noch 10% von dem, was über Monate hinweg da gewesen war und sie keine Nacht schlafen lassen hat. Und für uns eine extreme Belastung als Familie war mit unseren drei Kindern und Arbeit. Und ja, jetzt ist so gut wie weg. Haut sieht wirklich sehr gut wieder aus, vielleicht noch 10% oder sowas. Und kann einfach kein Zufall sein. Und das muss ich dem Bruder dann auch noch sagen, wenn ich ihn vielleicht nächste Woche oder so mal sehe. Ja, also für uns ein absolutes Wunder Gottes. Alle vom VIT-Spatzennest und die von der Schatzinsel sind wahrscheinlich schon unten, aber alle dürfen sich ja mal bereit machen. Das heißt, VIT 5. bis 8. Klasse. Das heißt, alle Teenager, die sagen, okay, Martin predigt zwar richtig gut, aber ich würde trotzdem was hören, was ein bisschen mehr für mich ist. Ihr dürft nach hinten gehen und dann geht ihr runter in den Jugendkeller und da hört ihr dann eine eigene, so einen Impuls. Genau. Und dann Spatzennest tritt dann für die, ja, 3 oder 4 Jahre. Ihr habt auch ein extra Programm, weil das ist auch richtig gut und richtig wichtig. Geht da hin, das macht richtig viel Spaß. Und für die Sachen möchte ich jetzt noch, also auch nach hinten gehen dann und dann werdet ihr dort abgeholt. So. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten, gleich am Anfang, weil uns ist es wichtig, dass die Kids und alle Altersgruppen in unserer Gemeinde wirklich Gott begegnen als derjenige, wo er ist. Und deswegen, Vater, tu das heute. Ich bete, dass du jedem in dieser Gemeinde begegnest, egal wie alt. Segne Spatzennest, VIT, die Schatzinsel. Segne die Mitarbeiter dort. Segne die Kids und Teenager dort. Sei du mit dabei. Du bist dabei, aber lass es Realität werden und sichtbar werden, offenbar dich in der Zeit. Und tu das auch durch die Predigt und durch den restlichen Gottesdienst auch noch, dass wir alle hier rausgehen dürfen und dich ein bisschen mehr kennen. Amen. Amen. So. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig Durst hattet. Ich hatte das schon manchmal. Und dann ist so eine Flasche Wasser immer richtig gut und stillt so ein Grundbedürfnis in einem. Und es ist super, wenn das sofort kommt, na, wenn man sofort was trinken kann, wenn man Durst hat. Aber umso länger es geht, umso mehr wird dieser Durst und umso weniger Spaß macht es, zu warten und zu sagen, okay, vielleicht kann ich irgendwann mal was trinken wieder. Und ich glaube, in Israel ist es nochmal krasser. Ich glaube, dort früher zumindest, kam es ja nicht aus dem Wasserhahn und das ist auch nicht die Region, wo es jetzt die ganze Zeit regnet. Das heißt, Wasser war dort sowas von im Denken drin von den Leuten, weil es einfach überlebenswichtig war. Es war überlebenswichtig für die Ernte, es war überlebenswichtig für die Menschen. Und deswegen gibt es immer wieder Bilder in der Bibel, wo es darum geht, dass Leute beten und sagen, ich bin in der Wüste, ich habe nichts zu trinken, ich habe nichts zu Wasser, ich welk dahin. Irgendwie, oh, ich habe dieses Bedürfnis nach irgendwas und ich krieg's nicht. Und da geht es oft nicht nur um Wasser oder um Regen für die Ernte, sondern ganz oft auch darum, dass sie irgend nach was ganz anderem dürsten. So lesen wir zum Beispiel in Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So lechzt meine Seele nach dir, Gott.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir Brot geworden bei Tag und bei Nacht. Man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist dein Gott? Und so geht es weiter. Und es ist nicht der einzigste Psalm, wo irgendwie jemand beschreibt, dass er in der Wüste steckt. Wo jemand betet und sagt, es geht nicht weiter. Ich verzweifle hier. Es dürstet mich nach was. Und dann möchte ich, es gibt noch viele mehr Psalmen, aber ich möchte noch einen vorlesen, einen Teil aus Psalm 6. Sei mir gnädig, Herr, denn ich welge dahin, heile mich. Herr, denn meine Glieder erstarren vor Schrecken, meine Seele ist tief erschrocken. Herr, wie lange noch? Jede Nacht benetzt sich weinend mein Bett, ich überschwemme mein Lager mit Tränen. Ja, und so geht's weiter. Und so kommt ein Psalm nach dem anderen Psalm, wo es immer wieder darum geht, wie Leute verzweifelt sind. Und es gibt einfach Wüstenzeiten. Und was ich am Christsein liebe und was ich an der Bibel liebe und generell an all dem, was Gott uns gelehrt hat, dass er eben Platz lässt für solche Dinge. Dass er nicht sagt, hey, das ist zwar ein Teil vom Menschsein hier auf der gefallenen Welt, aber ich schmeiß das raus aus der Bibel. Wenn ich die Leute inspiriere, sage ich, das darf nicht rein. Sondern er lässt dafür Platz. Das heißt, Gott sagt, hey, ich weiß, dass so Leid es gibt. Ich weiß, dass es Wüstenzeiten gibt. Und ich weiß, dass es ein Teil ist von dem, was ihr auch erlebt auf der Erde. Seitdem ihr von mir getrennt seid, dass es immer wieder sein wird. Dass die Momente kommen, wo es euch dürstet nach was. Und das selbst, wenn man Christ ist. Selbst wenn man zu Gottes Familie gehört. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, immer wieder sich mit Wüstenzeiten zu beschäftigen. Weil ich glaube, Wüstenzeiten haben so zwei Seiten zu sich. Na, die eine Seite ist eher so eine logische Seite, wo es vielleicht so darum geht, warum. Oder man muss sich so drüber nach, okay, was könnte das bedeuten oder was könnte es bringen? Und die andere Seite ist eine einfach der tiefen Verzweiflung, wo man selber merkt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, wo es einfach wehtut, wo man wirklich verzweifelt ist, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und es gibt diese beiden Medaillen, Seiten. Und ich glaube, wenn man mittendrin steckt, gerade in diesem Verzweifeltsein, ist manchmal schwer, sich über die eine Seite Gedanken zu machen, auf eine logische Art und Weise. Und deswegen, wenn ihr momentan nicht in so einer Zeit steckt, dann glaube ich, dass es gut ist, sich damit mal zu beschäftigen, weil höchstwahrscheinlich kommt es mal auf euch zu. Ich hatte immer wieder auch so Zeiten und mir hat es geholfen, in Zeiten, wo es ruhig war, mich mal damit zu beschäftigen, okay, warum gibt es so Wüstenzeiten? Und eine Sache, die mich am meisten stört an Wüstenzeiten, die mich zum Verrücktwerden fast bringt, ist, wenn Gott still ist. Ich habe also zumindest bisher noch nichts in meinem Leben, wo immer wenn Gott mir, wenn ich wusste, Gott ist mit dabei, war es immer tragbar. Dann war ich immer so, okay, es ist schlimm, mein Herz leidet, aber du bist mit mir. Und, ja, und ich konnte ihn loben und preisen und es ging irgendwie. Aber wenn er dann auch dazu still ist und ich Monate, Wochen, Jahre, wie auch immer habe, wo ich das Gefühl habe, Gott spricht nicht, Gott hält sich fern von mir, das Warten ist für mich das schlimmste Warten. Und deswegen möchte ich heute mal, ich meine, es ist ein Riesenthema, aber diesen einen Aspekt von der einen Seite jetzt mal beleuchten. Okay, was hat mir geholfen zu verstehen, warum manchmal warten? Warum gibt es das? Oder ist Gott da überhaupt dabei oder was passiert? Und deswegen möchte ich jetzt erstmal zum Volk Israel gehen, weil die mussten immer wieder warten. Und ich glaube, dass man da so sich ein paar Sachen rausnehmen kann, um zu wissen, okay, es gibt Gründe, warum Gott vielleicht manchmal wartet. Und es gibt Gründe, warum wir vertrauen können. Weil Gott wird jede Zeit zum Besten nutzen.
Und Gott ist Timing, also der Zeitpunkt, wo er was macht, ist immer perfekt. Und das sehen wir an Israel daran, dass Israel im ersten Kapitel der Bibel erstmal ein Versprechen kriegt, ne? Nach dem Sündenfall, nachdem die Menschen sagen, hey, ich kriege das ohne Gott hin, ich will es selber gut und böse definieren, ich will es selber machen. Dann kriegen sie danach ein Versprechen, weil Gott gnädig ist und treu ist und sie immer noch liebt und sagt, eines Tages kommt jemand, der das alles zunichte machen wird, auf eine gute Art und Weise und euch wieder frei machen wird. Da kommt ein Retter. Und dieses Versprechen zieht sich durch die gesamte Geschichte Israels. Und es sind tausende Jahre. Und immer wieder Gott spricht und sie gehen voran und es ist gut. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Zeiten, wo, zumindest werden wir die Bibel lesen, wir gar nichts von Gott hören. Und das ist zum Beispiel zwischen Malachi, also das Ende vom Alten Testament, und dem Anfang vom Neuen Testament, Matthäus. Und dazwischen drin sind so ungefähr 400 Jahre, wo wir nichts drüber wissen von der Bibel her. Da einfach Schicht im Schacht, keine neuen Offenbarungen, keine Propheten, die irgendwie das Volk Israel führen. Es kann schon sein, dass einzelne Personen mit Gott eine Beziehung gelebt haben oder viel erlebt haben, aber der Heilsplan von Gott, da hat einfach mal geschwiegen. Kein Prophet, der sagt, bleibt dran, Israeliten, Gott hört euch, er sieht euch, weiter geht's. Das hatten sie nicht, sondern sie hatten Stille. Das heißt, 400 Jahre lang dieses Versprechen vom ersten Kapitel in der Bibel und kam auch später nochmal, aber über eine lange Zeit und dann auf einmal Stille. Und ich glaube, das war so eine Zeit, die hat sich angefühlt wie Wüste. Es war eine Zeit, wo echt, warum? Warum so lange warten? Und auch wenn ich diese Frage nicht komplett beantworten kann und wahrscheinlich niemals werde, ich versuche da immer weiser zu werden drin, aber eine Sache, die mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, ist, dass das stimmt, was in Galater 4:4-5 steht. Und da steht, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Das heißt, dieser Retter, von dem gesprochen wurde, kam dann, ja, Jesus kam, und dann war diese Stille vorbei, aber trotzdem waren diese 400 Jahre dazwischen und dennoch stehen dort die Worte, also wenn man das wörtlich übersetzt, dann steht auch, doch als die Fülle der Zeit kam, ja, als es genau richtig war, der Moment in der ganzen Menschheitsgeschichte, wo es gepasst hat. Ab dem Zeitpunkt, da war Gott, yes, und jetzt geht's los. Das ist der perfekte Moment. Die Zeit der Vorbereitung, so übersetzen es auch manche, ist abgeschlossen. Und jetzt kann der Retter kommen, kann Jesus kommen, Mensch werden. Und dann denkt man sich, okay, das ist jetzt nett, aber was ist denn da eigentlich dann passiert in den 400 Jahren? Und ich habe mir mal so ein paar geschichtliche Fakten gesucht, wo ziemlich klar ist, dass die sehr wichtig waren dafür, dass das Evangelium, die gute Nachricht, sich so verbreitet hat, wie es sich verbreitet hat. Und das Erste ist, Alexander der Große hat einige Jahre davor erstmal gefühlt die halbe Welt eingenommen. Und das hat bedeutet, die griechische Sprache wurde allen aufgezwungen. Na, ein bisschen gemein, aber es hat halt funktioniert. Die meisten konnten Griechisch zumindest als Zweitsprache oder es war einfach Verständigung möglich, was wiederum unglaublich wichtig war für das, dass später Paulus und Co. rumreisen konnten und sich verständigen konnten, dass die Botschaft des Evangeliums sich verbreiten konnte. Und gleichzeitig wurde in diesen 400 Jahren auch das Alte Testament ins Griechische übersetzt. Das wird später noch wichtig, warum das, ja, es war da noch nicht klar, ne, warum jetzt genau Griechisch. Aber eben weil Griechisch jetzt hip war, haben sie es übersetzt. Dann wurde es in Fragen zu stellen. Das heißt, Leute haben nicht einfach nur noch, ja, das wurde mir halt gesagt und dann ist es so, sondern die haben angefangen, sokratische Methode heißt das, die wurde wieder so in. Das heißt, Leute waren wispelgierig und Gelehrte haben gefragt, Fragen zu stellen. Und dann das Wichtigste von allem, die Römer kamen, haben fast alles eingenommen, was bekannt war. Und das hat bedeutet,
dass erstaunlich lang, zumindest in der Region, auch um Israel, Frieden herrschte. Weil da einfach so eine mächtige Besatzungsmacht war, das war einfach Frieden, aufgezwungen zwar und besetzt, aber es gab jetzt nicht direkt Kriege und das hat bedeutet, dass Straßenbauen möglich war für die Römer. Das heißt, zum einen war es auch Teil ihrer Strategie, sie haben Straßen vorangetrieben und haben deswegen ein System entwickelt, wo man zum einen schnell von A nach B kommt und weil alles den Römern gehört hat, war es auch kein Problem, mal ins Nachbarland zu gehen. Plus, die haben Griechisch gesprochen, weil eben Alexander der Große noch die Überbleibsel da waren. Deswegen zum ersten Mal in der Geschichte war das möglich, schnell von A nach B, schnell vorwärts zu kommen. Und dann haben sich auch noch durch die Römer, die haben quasi Teile der Juden auch gesagt, ihr müsst jetzt euch verteilen im ganzen Land, weil die haben so angestrebt, dass die ganzen Kulturen sich ein bisschen vermischen und keine zu groß wird und dass es schön verteilt ist. Und deswegen gab es jüdische Gemeinden im Römischen Reich verteilt. Und das waren die Gemeinden, wo später Paulus oft hin ist. Und dort hat es dann angefangen, dass das Evangelium Fuß gefasst hat. Das heißt, es war wieder ein richtiger, wichtiger Baustein für das, dass auch Paulus so effektiv war. Weil da waren Leute, die waren Juden, die haben das Alte Testament gehabt. Dann sind da Leute dazugekommen, die gesagt haben, hey, ich finde es interessant. Und die konnten das Alte Testament lesen. Und dann kam irgendwann Paulus und hat gesagt, übrigens, es ist erfüllt. Der Messias ist da, der Retter ist gekommen. Und deswegen hat es sich so verbreitet. Und das sind jetzt nur mal 5 Sachen, die in der Weltgeschichte passiert sind, die unglaublich wichtig waren, damit das Evangelium sich verbreiten konnte. Das heißt, wenn Gott sagt, hey, das war die perfekte Zeit, dass Jesus kommt, dass es unter den Römern ist, dass es so und so passieren wird, dass die politische und weltliche Lage so ist, das nehme ich, das benutze ich und das ist die perfekte Zeit. Und deswegen, auch wenn diese 400 Jahre lang waren, war Gott in denen nicht untätig. Gott hat gewartet, geduldig, war aktiv und hat es nicht vergessen, sondern war seinem Wort treu. Und dann, was man auch oft überliest, sind so Stellen wie bei Josef oder so, dass der halt mal, keine Ahnung, 15 Jahre im Gefängnis sitzt. Das liest sich manchmal so gut in der Bibel. Oh ja, 15 Jahre, kein Problem. Da ist er danach gut ausgegangen, ne? Und der hat was gelernt, der wurde voll zum Leiter und wurde hart und trotzdem war er noch feinfühlig, hat er voll viel gelernt, war treu, Gott hat ihn, ja, super. Und wir lesen das so. Und bei Josef fällt es uns nicht schwer oft zu sagen, ja, hat das Sinn gemacht, ne? Gott hat es genutzt, Gott war treu, nicht so großer Deal. Aber Josef saß 15 Jahre lang im Gefängnis. Und deswegen, ich glaube, für ihn war es jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja, super, ich lerne voll viel. Und es ist eben genau das, was ich gemeint habe, es gibt diese eine Seite der Medaille, wo es um logische Dinge geht oder einfach nur um, für uns, ja klar, Josef ist super, Volk Israel in der Wüste 40 Jahre, die haben voll viel gelernt, war voll gut, die hätten sonst direkt umgedreht wieder, deswegen gut, dass Gott dann Umweg gelaufen ist und die nicht direkt loskämpfen mussten. Aber für das Volk an sich waren es 40 Jahre in der Wüste. Und deswegen gibt es eben diesen Aspekt von, okay, ja, Gott macht immer was. Es kann sein, er arbeitet an mir, er arbeitet an anderen Leuten, er arbeitet an der gesamten Situation. Er macht was und er bleibt immer treu. Und er hat das perfekte Timing. Und er wird alles nutzen, damit es zum Besten dienen muss. Weil, ja, wenn wir Jesus lieben, wenn wir Gott lieben, dann muss uns allen zum Besten dienen. Dafür sorgt Gott. Und das ist eben diese eine Seite, wo man sagt, ja, das macht schon irgendwie Sinn, wenn man es bei Josef liest, aber jetzt bei mir? Das tut weh. Und das ist eben diese zweite Facette, wo es dann anfängt, nämlich das ist der Moment, wo das, was theoretisch vielleicht auch einigermaßen einfach ist, wo es auf einmal schwer wird. Und wo auf einmal dann, auch wenn das theoretisch Wahrheit ist, man anfängt dran zu zweifeln. Das ist bei mir jedes Mal so, wenn ich nichts mehr höre von Gott, wenn da Stille ist und wenn es über eine lange Zeit geht, dann fange ich an zu überlegen, okay,
Ist es wirklich wahr? Stimmt es wirklich? Passt es wirklich, ja? Oder was ist da los? Und der erste Punkt, den ich hier sagen möchte, ist eben, in so Zeiten, man darf sich an die Psalme erinnern. Und man darf sich daran erinnern, dass es da Leute gab, die lagen vielleicht manchmal sogar theologisch nicht richtig, in ihrer Anklage manchmal auch. Aber Gott hat es in der Bibel gelassen. Gott hat nicht gesagt, tja, du bist raus, das war jetzt theologisch nicht korrekt, das war zu viel Emotionen, viel zu wenig rational, krieg's mal wieder hin, ne? Und komm dann wieder. Sondern Gott lässt es zu. Und deswegen, wenn du eben auf der Seite bist, wo du merkst, ich steck selber wo drin, dann möchte ich dir zusprechen, du darfst klagen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und Gott hätte es nicht in der Bibel nämlich drin gelassen, wenn es nicht so wäre. Du darfst das wahre Du sein, ne? Wenn du so Momente hast, das ist an dem Psalmbeter auch, da steht, ich habe nachts mein Bett mit Tränen benetzt. Du darfst es. Das ist nicht, du darfst so Momente haben. Und das ist erlaubt. Und weil ich habe das manchmal so das Gefühl gehabt, ich darf das gar nicht. Wenn ich doch eigentlich glaube, Gott ist gut und jetzt klage ich aber, wie passt denn das zusammen? Und das Ding ist, es passt nicht wirklich zusammen, ganz oft. Aber man darf trotzdem die Klage aussprechen. Man darf klagen, man darf diese Verzweiflung haben. Und das ist, was die Psalme uns immer wieder lehren. Man darf echt sein vor Gott. Weil wenn man echt ist, von da kann man auch wieder weitergehen und losgehen. Auch wenn du so in einer Situation bist, was ich dir auch noch zusprechen möchte, ist, man darf ruhen. Angenommen, du machst übel viel und du merkst, wie alles auseinanderfällt, du darfst ruhen. Jesus hat die Ruhe gesucht. Zum einen. Und zum anderen, dein Wert hängt nicht davon ab, wie viel du leistest. Ob Jesus dich liebt oder nicht, hängt nicht davon ab, dass du 17 Mal in der Woche das und das tust. Man darf einen Gang runterschalten. Man darf diese Klage haben, es merken, okay, in meinem Herzen ist was. Ich bringe das vor Gott und ich darf auch einen Gang runterschalten. Und das Dritte, man darf Hilfe und Freunde brauchen. Das ist vielleicht für manche so, ja klar, macht ist nicht so schwer. Für mich ist das schwer. Ich mache gern mein Zeug selber und ich kriege es gern alleine hin und ich mache es gern perfekt. Aber ich musste lernen, auch während meinem Studium, wo für mich eine Wüstenzeit war, ich brauche Freunde und ich brauche Hilfe und ich muss nicht alles alleine hinkriegen. Ich glaube, dass Jesus nicht ohne Grund seine Jünger immer zu zweit losgeschickt hat oder in kleineren Gruppen. Und ich glaube nicht ohne Grund, dass Paulus, wenn er im Gefängnis saß, so dankbar war für seine Begleiter. Dass er so dankbar war für die Leute, die ihm Essen gebracht haben, allein praktisch gesehen. Aber auch, dass er Freunde hatte, Gemeinden hatte, die hinter ihm stehen. Und man darf so Momente haben. Man darf Hilfe brauchen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen teilen, die mir immer helfen, wenn ich in so Krisenzeiten, Wüstenzeiten stecke, die mir helfen, rauszukommen. Das eine ist, und wie gesagt, ich finde es selber oft schwer, aber auch wenn ich auf der Seite bin, wenn mein Herz zerbricht, mich daran zu erinnern, dass ich vor einer Weile mal zum Ergebnis kam, dass Gott immer ein perfektes Timing hat. Dass ich in der Bibel gelesen habe und gesehen habe, ja, er war bei Josef treu und ist der gleiche Gott. Und mich daran zu erinnern, zu sagen, auch wenn es mir gerade schwer fällt, ich greife da immer wieder rüber und sage, ja, ich war nicht naiv, als ich zu dem Ergebnis kam. Weil ich habe mich damit beschäftigt in den friedlichen Zeiten, warum das manchmal so ist. Und das stimmt, Gott hat ein gutes Timing. Er hat es beim Volk Israel und er hat es heute noch bei mir. Und sich daran zu vertrauen, auch die Verse oder Gebete oder Bibelverse, die ihr immer wieder hattet und in Friedenszeiten schon wusstet. Ja, zum Beispiel in Jesaja steht, ich mache dir einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und sich daran zu erinnern und sagen, ja Mann, ich war da überzeugt, dass was Gott in seinem Wort sagt, stimmt. Und dann vertraue ich mir, dass ich recht hatte, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Und das hilft mir, dann zu merken, okay,
es gibt, Gott ist treu, sein Timing ist gut und er macht alles zum Besten. Er hat es tausende Male bewiesen. Und auch wenn ich es noch nicht sehe, werde ich es irgendwann sehen. Das Zweite ist, was mir immer hilft in so Situationen, ich will meine 100% geben, auch wenn es nur 2% sind von dem, was ich sonst immer habe. Was meine ich da damit? In den Zeiten ist man auch in sozusagen geht es ja auf und ab und ich versuche dann immer zu sagen, hey, das, was ich habe. Ich hatte während meinem Studium, es gab Zeiten, da habe ich genau einen Akkord gespielt bei meiner Lobpreiszeit und da ging es mir, da habe ich gesagt, okay, das ist mir zu dumm. Aber ich habe es versucht und es waren meine 2%, die ich hatte. Ich hatte dieses aus meinem Zimmer raus, aus meiner Verzweiflung raus, in den Gottesdienstsaal und mich ans Klavier setzen und sagen, Gott, ich will. Das war das, was ich hatte. Mehr hatte ich dann nicht und es ist aber okay. Aber ich habe versucht, das, was ich habe, mit allem, was ich bin, hinzugeben. Und das hilft mir immer und immer wieder. Weil dann gibt es so Momente, wo ich sage, okay, und ich will drauf schauen, was du in meinem Leben gesagt hast und wo es hinführen soll. Oder ich will meinen Blick auf Jesus richten. Und wenn ich es mal nicht mache, dann weiß ich, hey, die Psalme, Psalm 88 zum Beispiel, gibt es kein Happy End erstmal. Der ist einfach nur verzweifelt und der fällt hin und das darf ich. Und dann zu sagen, okay, ja, ich darf auch hinfallen. Aber dann sobald ich wieder irgendwas habe, bringe ich es vor Gott und sage, aber ich will. Und das sehen wir zum Beispiel auch in Psalm 42, den, wo ich am Anfang schon vorgelesen habe. Das sagt nämlich der Gleiche, der gesagt hat, meine Seele dürstet und wo Gott, wo bist du? Der sagt, was bist du bedrückt, meine Seele? Und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Der Rettung meines Angesichts und meinem Gott. Das heißt auch da, der Psalmbeter, der ist so, okay, ich bin in dieser Verzweiflung, aber die 2%, die ich habe, die gebe ich mit allem, was ich habe. Und zwar, ich sage meiner Seele, hey, du bist betrübt, warum? Eigentlich, oh, es gibt doch diesen guten Gott. Und das ist das andere, was mir immer wieder geholfen hat, rauszukommen. Einfach zu sagen, das, was ich habe, gebe ich. Aber ich mache mich nicht darüber fertig, wenn ich nicht mehr habe. Weil da eine Show abzuziehen vor Gott bringt, also Gott nicht viel, dir auch nicht. Vielleicht, wenn es der Nachbar sieht, sagt er, ach, voll toll, wie du in deinem Zweifeln Sachen machst. Aber dir bringt es nicht viel und Gott bringt es auch nicht wirklich viel. Deswegen sei in diesen Zeiten ehrlich und gib einfach das, was du hast und bleib da dran. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie man Schritt für Schritt wieder anfängt, Vertrauen zu schöpfen, wie es weitergeht, wie wirklich auch was passiert in einem. Und dann, was ich mir immer wieder sagen muss in meinen Wüstenzeiten, muss ich mir immer wieder sagen, Martin, sammel jetzt keine einseitigen Beweise. Was meine ich da damit? Ich tendiere dazu, immer wenn ich in Wüstenzeiten zu bin, dann mir nur die Dinge zu merken, die genau für das sprechen. Wenn ich gerade versuche, mich zu überzeugen, okay, Gott ist doch nicht Liebe, er ist doch nicht gerecht, dann suche ich alle Dinge, die passieren um mich rum und sammle die wie in so einem Ordner und sage, ja guck Gott, du bist nicht gerecht, weil wegen dem und wegen dem und wegen dem und wegen dem. Und ich merke, dass ich da ganz oft mega einseitig werde. Weil selbst wenn ich in Wüstenzeiten stecke, habe ich Freunde von mir, die Dinge mit Gott erleben. Und es wäre unfair, wenn ich das nicht in meinen Ordner mit reinmache. Oder wenn ich, na, ich stehe morgens auf und ich bin gesund, vielleicht habe ich aus anderen Gründen Wüstenzeiten, dann merke ich, okay, das muss auch in diesen Ordner mit rein. Es gibt auch Gutes in meinem Leben. Oder wenn ich krank bin und dafür aber Leute in meinem Leben habe, die mit mir sind, dann muss ich das mit reinmachen. Da gibt es nicht nur die Seite krank, sondern es gibt auch die Seite trotzdem, es gibt noch gute Dinge, weil es hilft mir persönlich, nicht nur einseitig rumzulaufen, weil sonst kriegt man mega Schlagseite und geht übel schnell immer und immer weiter in eine ganz ungesunde Richtung. Und deswegen versuche ich in der Wüste auch meine Augen trotzdem so gut ich kann offen zu halten. Für die guten Dinge auch. Und dann der letzte Punkt dafür ist, die Wahrheit, das ist vielleicht auch ein bisschen mit dem ersten Punkt, die Wahrheit immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. Weil, wenn du durch Wüstenzeiten gehst, bedeutet das einfach nicht, dass du verlassen bist. Da finden wir in der Bibel viel, viel, viel zu viel dafür. Es bedeutet auch nicht, dass du
abgekommen bist von deinem Weg. Es bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr für dich ist. Und warum kann ich das zum Beispiel auch mit so einer Gewissheit sagen? Ist, weil Jesus ist wirklich der einzigste Mensch, der einzigste Gott, der jemals durch komplette Einsamkeit, Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit hindurchgegangen ist. Der war absolut gerecht und wurde absolut ungerecht behandelt. Der war eigentlich eins mit Gott und Gott hat sich am Kreuz von ihm abgewandt. Ja, alle seine Freunde haben ihn erstmal hängen lassen. Also Jesus hatte die krasseste Wüste von allen. Und er hat es durchgezogen. Er hat nicht gesagt, das ist mir zu viel, sondern er hat es gemacht für dich. Und deswegen bin ich mir zu 100% sicher, dass der Gott, der das für uns macht, nicht auf einmal sagt, nein, jetzt doch nicht. Sondern dass der gleiche Gott immer noch für uns ist und dass er für dich ist, dass er für dich ist, auch in den Wüstenzeiten. Und dass, auch wenn es schwer ist zu sehen, dass man trotzdem sagen kann, Gott, und wenn ich es nicht verstehe, du bist ein guter Gott. Weil ich kann ans Kreuz schauen, ich kann die Wahrheit hochhalten, ich kann Jesus hochhalten und sagen, das sehe ich's. Und was auch immer und warum ich es auch immer nicht verstehe, wo ich gerade drin stecke, du bist für mich, du bist mit mir und du bist ein guter Gott. Er wird dich nicht hängen lassen. Und deswegen gilt auch für uns in den Wüstenzeiten, was auch Jesaja 43, 19, was da steht, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Denn der Gott, der für uns ans Kreuz ging, der wird uns nicht hängen lassen. Und auch wenn wir Wüstenzeiten aushalten müssen und wenn wir es wahrscheinlich oft nicht verstehen werden, wenn es jedes Mal trotzdem schwer ist, da durchzugehen, können wir uns sicher sein, dass sein Timing gut ist, dass er das Beste daraus macht und dass er mit uns ist. Ich bete. Ja, Vater, ich bitte für jeden Einzelnen hier, der momentan in Zeiten steckt, wo man dich nicht versteht, wo alles zusammenbricht, wo das Herz zerbricht, wo wir wie die Psalmbeter abends uns in Schlaf weinen, wo die Verzweiflung groß ist. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, dass du heute so einen Moment der Ruhe schenkst, so einen Moment des Durchatmens, wo du einfach, Heiliger Geist, Herzen berührst, dass wir durchatmen können. Und Vater, ich bete, dass wir in dem Ganzen, dass wir es schaffen, einfach ehrlich zu sein vor dir. Danke, dass du Klage zulässt. Danke, dass du uns zuhörst. Danke, dass du mit uns leidest. Danke, dass du ein Gott bist, der selber gelitten hat. Und dass du uns nicht im Stich lassen wirst. Und lass uns das bewusst werden, immer wieder. Und Vater, wenn wir gute Zeiten haben gerade, dann preise ich deinen Namen. Du bist so ein guter, guter Gott. Und ich danke dir für das Gute in meinem Leben, in dem Leben von allen hier aus der Gemeinde. Danke dafür. Und lass uns in Friedenszeiten auch verstehen, was uns vielleicht hilft für Zeiten, wo wir in der Wüste sind. Deswegen mach uns weise. Lass uns dich kennen, offenbar dich. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir miteinander beten. Der Patrick hat vor uns erzählt, wie das so abgelaufen ist und was sie erlebt haben. Deswegen ermutige ich euch jetzt, wenn ihr alleine sitzt, euch jemand zuzuwenden. Wir wollen jetzt in kleinen Gruppen miteinander beten. Ich werde von hier vorne Gebetsanliegen ansagen und dann wird es eine Zeit geben, wo wir gemeinsam beten und der Marco wird dazu die Orgel spielen. Also guckt euch einander an, wenn ihr alleine sitzt, habt Mut, aufeinander zuzugehen und zu sagen, okay, wir wollen miteinander heute in diesem Gottesdienst beten. Also wenn ihr irgendwo alleine sitzt, dann wendet euch einander zu und lasst uns gemeinsam beten. Das sollte man laut tun, damit der andere auch hört, für was man betet. In einem ersten Gebetsanliegen oder im ersten Gebetspunkt wollen wir Gott grundsätzlich Danke sagen für das, was er in unserem Leben getan hat. Vielleicht habt ihr ganz
persönliche Dinge, die ihr diese Woche erlebt habt oder andere Dinge, die euch wichtig sind, wir nutzen, haben eine Zeit miteinander, wo wir Gott Danke sagen für das, was er getan hat und für das, was er ist. Lasst uns diese Zeit jetzt haben. Herr Jesus Christus, wir danken dir für all das Gute, was du uns schenkst. Wir danken dir auch, dass du an unserer Seite bist, wenn es durch Wüstenzeiten geht. Herr, wir wollen uns das immer wieder neu in Erinnerung rufen, wer du bist und wie du bist und was wir mit dir erlebt haben. Vergib, wo wir das so schnell und so oft vergessen. Amen. Wir wollen einen zweiten Gebetspunkt für unser Land beten. Für die herausfordernden Situationen, ich umschreibe es nochmal mit diesen Dingen, das ganze Thema Regierung, Energie, Sorgen, Ängste in unserem Land, was wird mit dem Winter, Zukunft, wir merken, wie die Menschen auch, wie erstarren, wir merken, dass, das ist meine persönliche Einschätzung, dass die Politikverantwortlichen in unserem Land in keinster Weise nach Gott fragen oder ganz, ganz wenig. Wir merken, dass all die Dinge, die noch mit Corona zusammenhängen, uns persönlich auch die Gemeinden immer wieder in Zerreißproben bringen. Wir wollen dafür beten, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass Gott redet und dass wir als Christen geistlichen Durchblick bekommen für die Dinge, die wirklich wichtig sind und die wir beachten sollten. Und wir wollen dafür beten, dass wir als Christen auch wachsam sein auf die Zeichen der Zeit. Wir leben in der Endzeit, das ist definitiv so. Wir wissen, Jesus wird irgendwann mal wiederkommen. Für manche ist das vielleicht eine ganz komische Nachricht, aber es ist definitiv so, es wird schon in der Bibel beschrieben und wir wollen dafür beten, dass wir wach sind und entdecken, wo Gott Zeichen seiner Gegenwart schenkt in unserem Alltag, wo wir auch als Christen aufstehen sollen und unsere Stimme erheben sollen. Also es ist ein ganz großes Feld, jeder hat da nochmal seinen persönlichen Zugang. Lasst uns für die gesellschaftliche und politische Situation in unserem Land beten. Eins ist mir noch wichtig. Auch für all die Dinge, die in unserem Gesundheitswesen sind. Wir sind sehr dankbar, dass wir so ein Gesundheitswesen haben, aber auch in unserem Gesundheitswesen gibt es viele Dinge, die durcheinander laufen, wo Menschen unter Druck gekommen sind aufgrund von Corona, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, wie auch immer. Wir wollen für diese Situation auch in unserem Gesundheitswesen beten.
Herr Jesus Christus, wir beten, dass unser Land zu dir umkehrt, dass Menschen in den verschiedensten Gesellschaftsbereichen anfangen, nach dir zu fragen und dich zu suchen. Wir bitten dich um Vergebung, wo unser Land ja, dich aus dem Blick verloren hat, wo diejenigen, die bei uns in der politischen Verantwortung sind, wo viele den Gottesbezug ablehnen und meinen, die Dinge ohne dich zu schaffen. Herr, wir beugen uns darunter und wir beten für diese Menschen, beten, dass sie nach dir fragen und schenke Erweckung, Jesus, eine Umkehr zu dir. Und wir flehen dich an, Jesus, dass du ja, unseren Glauben stärkst, dass du uns ermutigst, wirklich in diesem Land, in dieser Gesellschaft als Hoffnungsträger und als Menschen der Wahrheit unterwegs zu sein. Amen. Und wir wollen einen letzten Gebetspunkt für die Menschen beten, die in dieser Welt aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die an Jesus glauben und in Gefängnissen sitzen. Wir wollen für das Volk Israel beten und für Jerusalem. Und ein dritter Punkt, vielleicht habt ihr, wie der Patrick das vor uns erzählt hat, ein ganz persönliches Anliegen, dann erzählt es eurem Nachbarn. Und wir bitten euch als Nachbarn, dass ihr dann für dieses Anliegen betet. Wir wollen erwarten, dass Gott redet und eingreift. Herr Jesus Christus, wir beten auch für das Gebet für Heilung heute, dass Menschen Heilung empfangen an Körper, Seele und Geist. Danke, dass du jedes Gebet nutzt und dass jedes Gebet positive Dinge bewirkt, Jesus. Und wir beten, dass wir nicht nur davon lesen und hören, dass du heilst, sondern dass wir es hier erleben, hier an diesem Ort und dass deinem Wort Zeichen und Wunder folgen.
Herr Jesus Christus, wir bringen dir jetzt auch nochmal all das, was uns sonst noch im Herzen bewegt. Das können wir manchmal auch gar nicht alles formulieren, aber wir legen es in dieses eine Gebet hinein, was du immer wieder mit deinen Freunden zusammen gebetet hast, das Vater unser. Lasst uns das gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Wir wollen jetzt die Kollekte einsammeln für diesen Gottesdienst. Herzlichen Dank für die Kollekte des letzten Sonntages. Wie viel war das? Das war ziemlich viel. Herzlichen Dank dafür. Wir haben für Energie gesammelt in unserer Gemeinde 1028,98 €. Herzlichen Dank für alle die das gegeben haben. Heute sammeln wir eine Landeskollekte und diese Landeskollekte ist für den kirchlichen Hilffonds für Menschen in Not gedacht. Dafür wollen wir heute sammeln. Was passiert mit diesem Hilffonds? Dieser Hilffonds unterstützt Menschen, die ganz kurzfristig in eine persönliche und finanzielle Not geraten sind. Der wird über die Kirchensozialarbeit, zum Beispiel im Kirchenbezirk Chemnitz, ausgeschüttet und in der Schwangerschaftsberatung der Diakonie. Und für diesen Fonds wollen wir heute Geld sammeln und dieses Geld wird in diesen Fonds eingespeist. Und dazu singen wir das nächste Lied. Herr Jesus Christus, wir bringen dir diese Gelder hin. Wir beten, dass sie wirklich an die Personen kommen, die in Not sind. Wir bitten dich, dass die Gelder in einer guten Art und Weise verwaltet werden und dass Menschen dadurch in ihrem alltäglichen Leben tatsächlich geholfen wird. Du weißt, wie viele Menschen in Not sind und wo Menschen wenig finanzielle Mittel haben. Wir segnen diese Gaben,
dass sie wirklich dazu dienen, dass Menschen erleben, Jesus, dass du für sie sorgst. Amen. Es gibt noch ein paar wenige Infos für die nächste Woche. Die werden jetzt hier angezeigt. Hoffe ich doch. Termine. Genau. Hier steht alles dran. Am Montag ist offene Kirche, 17.30 Uhr. Herzliche Einladung dazu, hier in der Kirche zusammengekommen, um Gott zu suchen, um Gott anzubeten, zu beten. Am Sonntag, am Mittwoch, das steht jetzt hier nicht dran, ganz wichtig, am Mittwoch 9.30 Uhr am Vormittag findet hier ein Erntedankgottesdienst statt des Mutti-Kind-Kreises. Also alle, die kleine Kinder haben oder Opas und Omas mit Enkeln, sind herzlich eingeladen, am Mittwoch 9.30 Uhr hier einen Erntedankgottesdienst mit dem Mutti-Kind-Kreis zu erleben, hier in der Kirche. Am Sonntag findet der Erntedankgottesdienst mit Abendmahl bei uns statt. Die Erntegaben können ab 9 Uhr abgegeben werden. Herzliche Einladung dazu, Dinge mitzubringen. Wir werden sie vermutlich wieder zu den barmherzigen Schwestern schaffen. Das ist ein Orden, der sich um Menschen in großer sozialer Not kümmert, auch um Obdachlose in Chemnitz. Gleich hinterm Hauptbahnhof haben die ihren Sitz. Und am Abend, 19.30 Uhr, findet der Lobpreisgottesdienst statt. Wichtig, 35 Jahre Lobpreisgottesdienst. Ich hoffe, das stimmt. 35 Jahre, genau, herzliche Einladung dazu. Vorankündigung für nächsten Termine noch. Es finden die Chemnitzer Gebetstage statt. Da legen auf euren Plätzen solche Flyer aus. Bei diesen Chemnitzer Gebetstagen gibt es verschiedene Angebote, wo wir als Chemnitzer und auch auf die Leute, die um Chemnitz herum wohnen, für Chemnitz beten wollen. Schaut mal rein. Es ist wichtig, dass wir als Menschen aktiv sind, für diese Stadt zu beten, weil wenn wir in dieser Stadt leben, wollen wir sie auch wirklich auch geistlich prägen. Wichtiger Punkt, Chemnitzer Gebetstage. Und jetzt will der Marco noch was zur Gloria Gospelmesse sagen. Ach so, ja, dort ist das Mikro. Ja, herzliche Einladung, das ist eigentlich auch in den Chemnitzer Gebetstagen, aber leider nicht mit abgedruckt. Da ist was schiefgegangen. Die Gloria Gospelmesse ist ein Chor-Pop-Projekt, was wir machen, haben gestern 3 Stunden fleißig geübt. Musik sagt manchmal Dinge aus, die man mit Worten nicht hinkriegt. Und diese Gospelmesse ist so ein bestes Beispiel. Es sind unheimlich gute Texte drin verarbeitet. Messe heißt ja eigentlich so was Klassisches wie klassischer Gottesdienst. Und ich will nur so ein paar Beispiele nennen. Dieses Kyrie am Anfang, was in der klassischen Liturgie gesungen wird, kommt da auch drin vor. Wir singen sogar Gregorianik. Und dann wird das verbunden mit biblischen Geschichten. Der verlorene Sohn, das Gleichnis, der einsieht, dass er zurückkommen muss, zurück will zum Vater und das Erbarmen erlebt. Dieses Herr, erbarme dich. Dann die Frau, die von Schriftgelehrten wegen Ehebruch vor Jesus gezerrt wird und gesteinigt werden soll. Und da sagt Jesus, wenn dich keiner verurteilt, dann verurteile ich dich nicht, gehe hinweg, aber sündige nicht mehr. Oder zum drittes Beispiel, die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden. Der eine, der sich an Jesus wendet, denke an mich, wenn du in deinem Reich bist. All solche Beispiele sind da drin verarbeitet. Und deswegen die ganz herzliche Bitte, lasst euch diesen Termin schreibt ein Fest ein und ich bin jetzt hinten in der Winterkirche und werde schon Karten dafür verkaufen, ist ja nicht mal lange hin, in knapp 2 Wochen ist das Ganze schon. Eine eindrucksvolle Musik, die uns im Glauben stärken wird. Herzliche Einladung dazu. Genau, wird also dann hinten in der Winterkirche sein, während des Kirchenkaffees, herzliche Einladung dazu, bei einer Tasse Kaffee noch eine Karte zu kaufen, vielleicht kauft noch jemand für jemand anderes eine Karte, wie auch immer. Und parallel dazu hat die Gemeindebibliothek geöffnet, stimmt das, Bärbel? Genau, da hinten sitzen die beiden, die sich ja in der Bibliothek kennengelernt haben. Wir erinnern uns an letzte Woche. Die Gemeindebibliothek hat geöffnet. Am 15.10., will ich jetzt mal so sagen, gibt es einen Vortragsabend mit Rotheil hier in der Lutherkirche, 19 Uhr. Das Thema, ich will das Haus meines Lebens bewohnen mit Rotheil. Manche kennt ihr ja. Herzliche Einladung dazu, an diesem Abend hier in der Kirche zu sein. Während des Schulanfängergottesdienstes wurde auf der Damentoilette ein Schlüssel gefunden. Wer einen Schlüssel vermisst, da meldet sich bitte im Pfarramt. Und wir suchen für den Lutherboten
einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für Mediengestaltung. Gibt es, glaube ich, auch eine Folie dazu. Könnt ihr das mal bitte anzeigen? Genau. Und wir suchen für den IT-Bereich, unsere Webseite, Leute, die sich mit Technik auskennen. Also wenn ihr dazu Leute habt oder selber begeistert seid, Webseite oder auch für die Technik, die dort oben sitzt, wir suchen Mitarbeiter. Mitarbeiter für den Lutherboden und für den Bereich Mediengestaltung. Jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten, aber bevor ich das sage, möchte ich nochmal herzlich daran erinnern, dass nach dem Gottesdienst während des Kirchenkaffees das Gebet für Heilung hier stattfindet. Ich bitte euch, dass ihr dann nach vorne kommt. Das Team wird hier vorne im Altarbereich sein. Setzt euch einfach hier auf die ersten beiden Bänke. Und es gab noch einen Impuls. Das Gebet für Heilung hat heute im Vorfeld des Gottesdienstes gebetet und hatte den Gedanken, heute ist jemand da, vielleicht auch mehrere, die unbeschreibliche oder wissen nicht, woher das kommt, starke Kopfschmerzen haben. Also wenn heute jemand im Gottesdienst ist, der wirklich starke, unerklärliche Kopfschmerzen hat, dann seid auch mutig, hier nach vorne zu kommen und für euch beten zu lassen. Die anderen Leute, die hier im Gottesdienstraum sind, geht einfach in die Winterkirche, nehmt eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und ihr könnt auch gerne wieder nach vorne kommen und für euch beten lassen. Das Team von Gebet für Heilung betet gern für euch und nimmt sich Zeit. Jetzt bitten wir um den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.